Kollaps im Bankensystem. Schweizer Großbank Credit Suisse pleite. Wir sehen uns heute an, wie man die Schlagzeilen um einen möglichen Kollaps der Schweizer Großbank betrachten kann, was man als Frühwarnsystem bei Bankenpleiten nutzen kann, was sogenannte CDS damit zu tun haben und was das für dein Geld bedeutet. Starten wir. Let's change money. Ja, ich begrüße dich zu unserem neuen Geldmehrwert-Video. Heute wieder ein spannendes Hintergrundvideo. Mein Name ist Jürgen Wechsler. Ich bin international gefragter Geldwertexperte mit über 25 Jahren Erfahrung speziell an den Geld- und Währungsmärkten. Steige mit unserem Kanal deinen Geldwert-IQ für mehr Geldwert, Kaufkraft und Freiheit in deinem Leben. Lerne durch smarte und intelligente Geldwertinvestitionen dein Vermögen zu steigern. Geldwerte aktiv leben, einfach, entspannt und erfolgreich. Ja, Kollaps im Bankensystem. Schweizer Großbank Credit Suisse pleite, reißt die Credit Suisse andere Banken und das Finanzsystem mit in den Abgrund. Hier sehen wir also auch die Schlagzeile aus der Schweizer Handelszeitung. Geht die Credit Suisse wirklich bald Konkurs? Fragezeichen. Ja, dazu können wir uns auch schon mal den Aktienkurs anschauen, der Großbank Credit Suisse. Und hier sehen wir, dass die innerhalb von einem Jahr um über 50% nachgegeben hat. Und ja, da scheint doch etwas im Argen zu sein. Man kann sagen, jetzt mit einem Marktwert von unter 10 Milliarden Franken ist eben diese einst stolze Großbank inzwischen der zweitkleinste Wert innerhalb des Schweizer Leitaktienindex SMI, der insgesamt 20 Aktien umfasst. Ja, die Kapitalmärkte halten einen Bankrott der Credit Suisse für wahrscheinlicher als eine Zahlungsunfähigkeit von Griechenland, Indonesien oder Mexiko. Unter den großen Banken, die in Europa aktiv sind, werden nur die Eurobank Ergasias und die Hamburg Commercial Bank als risikoreicher eingestuft. Die Eurobank Ergasias ist die drittgrößte Bank Griechenlands, die Hamburg Commercial Bank ist eine Nachfolgefirma der HSH Nordbank, die in der Finanzkrise mehrfach gerettet wurde und nachher weitere Themen hier produziert hat. Festgestellt wird eben diese Sache durch sogenannte Kreditausfallversicherung, sogenannte Credit Default Swaps, abgekürzt CDS. Und es ist derzeit sehr teuer, sich gegen einen Zahlungsausfall der Credit Suisse zu versichern. Zeigen lässt sich das eben anhand von diesen Credit Default Swaps, diesen CDS. Diese gelten eben auch als Warnlichter am Finanzmarkt, also als Frühwarnsystem für mögliche Pleiten. Und mit diesen Derivaten können sich eben Investoren gegen den Zahlungsausfall eines Kreditnehmers absichern. Das Prinzip ist einfach. Der Käufer des Derivats zahlt eine Prämie an einen Anbieter, beispielsweise eine Bank. Und als Gegenleistung erhält er eine Ausgleichszahlung, sollte der Schuldner seine Schulden nicht mehr bedienen. Das wird Default genannt. Ja, und die CDS können hier eben als Risikoindikator für die Investoren dienen. Denn wer sein Risiko als Investor abschätzen will, selektiert anhand der Prämien für diese Credit Default Swaps, diese CDS. Und dabei handelt es sich um Kreditausfallversicherungen. Je höher sie notieren, desto höher das Risiko eines Bankrotts oder Zahlungsausfalls nach Einschätzung der Anleger. Angegeben werden die Preise für die Kreditausfallversicherungen in Basispunkten. Das heißt, wenn man die meistens durch 100 teilt, dann hat man die ganze Sache in Prozent für sich. Und die Informationen beziehen sich üblicherweise eben auf Credit Default Swaps mit einer Laufzeit von 5 Jahren, das ist so der Standard, und Unternehmensanleihen als Referenzobjekt. Und dabei stellen die angegebenen Basispunkte eben die Versicherungsprämie dar, die der Versicherungsnehmer zu entrichten hat, um sich gegen einen Ausfall der Schuldverschreibung des jeweiligen Unternehmens abzusichern. Und diese Prämien können noch zeitnäher und genauer als manche Ratings Aufschlüsse eben über die Bonität eines Unternehmens geben. Also die großen Ratingagenturen, Standard & Poor's, Moody's oder Fitch brauchen viel länger meistens für eine Analyse, bis eben hier was verändert ist gegenüber dem, was hier an den Marktprämien ausgewiesen ist. Grundsätzlich gilt, ein geringer Credit Default Swap, eben eine geringe Risikoprämie, spricht für eine hohe Bonität, und eben eine hohe Risikoprämie spricht für eine schwache, schlechte Bonität oder Zahlungsfähigkeit. Ja, der
Credit Forward Swap ähnelt damit eben einer Kreditversicherung. Allerdings erhält der Sicherungsnehmer die Ausgleichszahlung unabhängig davon, ob ihm durch den Ausfall des Referenzschuldners überhaupt ein Schaden entsteht. Credit Default Swaps sind also ein Instrument, mit dem unabhängig von bestehenden Kreditbeziehungen Kreditrisiken gehandelt werden können. Und genauso auch, man kann sich die Prämie kaufen, aber man kann auch als Versicherer sozusagen selbst auftreten und die Versicherungsprämie einkassieren, eben für das Risiko, dass man gegebenenfalls in Anspruch genommen wird. Und diese Credit Default Swaps sind sogenannte außerbörsliche Geschäfte. Diese werden also nicht an Börsen wie in Frankfurt, New York oder ähnliches gehandelt, sondern eben zum Beispiel mit einer Bank. Ja, was sind beispielsweise mögliche Kreditereignisse, die so eine Versicherungszahlung aus diesem Credit Default Swap auslösen? Und hier mal die von der Organisation ISTA. Dort werden also die meisten Rahmenverträge auch damit gemacht, wie die definiert sind. Also wir haben einmal als Ereignis die Insolvenz des Referenzschuldners, wird also Englisch und Bankruptcy genannt. Dann die Nichtzahlung durch den Referenzschuldner, das wird Failure to Pay genannt. Dann eine mögliche vorzeitige Fälligkeit von Schulden, das ist eine Obligation Default, dass die einfach fälliggestellt werden vom Schuldner sozusagen. Dann eben auch eine wirkliche vorzeitige Fälligkeit von Schulden, sogenannte Obligation Acceleration. Dann eine Nichtanerkennung oder Aufschub von Zahlungsverpflichtungen durch den Referenzschuldner, wird auch eben Moratorium genannt. Also wenn man sagt, okay, ich zahle einfach später das Ganze. Und die Restrukturierung der Schulden, eben sogenanntes Restructuring. Also wenn man da beispielsweise einen Schuldenschnitt auch macht und dort neue Papiere dafür ausgibt, das sind hier mögliche Kreditereignisse. Ja, und wie alle Derivate können eben diese Credit Default Swaps zur Absicherung, Spekulation und zur Arbitrage eingesetzt werden. Und diese grundsätzlichen Anwendungsformen werden häufig auch zur Risikodiversifikation von Kreditportfolien verwendet und insbesondere in Bezug auf große kapitalmarktorientierte Schuldner angewandt, also große Industrieunternehmen, Banken und Staaten, da für diese eben auch ein liquider Markt hier existiert. Ja, aber Vorsicht, ja, also ein Wert zum Beispiel bei der Credit Suisse von 336 Basispunkten, also 3,36% Versicherungsprämie, bedeutet nicht auf 5 Jahre gesehen eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 3,36% für die Credit Suisse. Das hört sich dann schon wieder sonst niedrig an und einfach ungefährlich, wenn man das so hört. Die Prämie ist dabei eine Ableitung aus der Ausfallwahrscheinlichkeit und der sogenannten Verwertungsrate, auch Recovery Rate genannt. Und wer sich hier in die Details vertiefen möchte, den verlinken wir auch eine Publikation der Deutschen Bank unter diesem Video, wo man das Ganze auch nochmal nachlesen kann, wie auch die Berechnung dazu stattfindet. So, wie hoch ist nun wirklich die Ausfallwahrscheinlichkeit bei verschiedenen Prämienniveaus? Das sehen wir uns dann hier auch in der folgenden Tabelle an. Und ja, da sehen wir eben auch, dass ja die Credit Suisse mit den 336 zwischen 325 und 350 ist. Und das heißt, die Pleite der Credit Suisse wird aktuell von den Märkten mit ca. 25% Wahrscheinlichkeit in den nächsten 5 Jahren erwartet. Das ist schon eine bedrohlichere Zahl und zeigt es eben besser an, wie risikoreich aktuell die Anlage bei einer Bank ist. Ja, leider ist es so, dass fast jede Bank durch Gerüchte über eine mögliche Pleite gerade dadurch in den Ruin einfach getrieben werden kann. Denn aufgrund des vorherrschenden Mindestreservesystems benötigt es nicht viel, dass der Bank die Mittel für Auszahlungen ausgehen. Und mit diesem Damoklesschwert können alle Banken in latenter Pleite gehalten und gefügig gemacht werden. Ja, Fazit. Was bedeutet das für dein Geld? Mit den Credit Default Swaps kannst du mit einem kurzen Blick sehen, wie die Kapitalmärkte die Bonität einer Bank, eines Unternehmens oder eines Staates einschätzen und damit auch die Pleitewahrscheinlichkeit. Im Falle der Schweizer Großbank Credit Suisse dürfte der Schweizer Staat in einem extremen Krisenfall eine Lösung vor der Pleite suchen. Die Frage bleibt aber, in welchen Ländern, bei welchen Banken lauern ähnliche Gefahren für unsere Geldanlagen? Wie sicher sind die Bankeinlagen generell? Und wir haben für dich ein neues kostenfreies Online-Training zur Geldwertsicherheit in diesem Umfeld erstellt, das wir dir unter diesem Video verlinken, unbedingt ansehen.
Und durch den geschickten Umtausch zwischen den verschiedenen Geldwerten kannst du mehr Geldsicherheit und mehr Vermögen erhalten und bekommen. Es macht dich finanziell freier und gibt dir wieder Macht über deine eigenen Geldwerte und du kannst Gewinner der Geldveränderungen sein. Klick auch gleich auf die Glocke für ein Abo dieses Kanals, damit du keines dieser hochspannenden Themen verpasst. Teile am besten dieses Video, gib mir einen Like und kommentiere deine besten Learnings aus diesem Video, damit mehr Menschen davon erfahren und du auch deren Leben verbesserst. Checke auch unsere weiteren Videos auf unserem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Let's Change Money, dein Jürgen Geldmehrwert-Wechsler.